da. Also hier. Dann haben wir diese Folge auf jeden Fall schon mal gut was gemacht für die östliche Verteidigungsanlage. Wir haben nicht so wirklich Verteidigung selber gebaut, aber wir haben die Grundlagen geschaffen, dass die Roboter für uns Verteidigung bauen können. So, das heißt, jetzt wo ich hier ein bisschen was gemacht habe, gehe ich wieder rüber auf die andere Seite, weil die Logistikroboter hier eh erstmal ausgelastet sind und stelle dann im Westen die schönen neuen, den schönen neuen Turm auf, weil ich immer noch keine Batterien habe. Okay, also im Westen nichts aufbauen, erstmal dafür sorgen, dass wir mehr Batterien haben. Ich dachte, das Problem würde sich beheben, wenn wir hier die hier genug vorrätig haben. Aber anscheinend nicht. Das heißt, es liegt unten dran. Irgendwas mit den Ölsachen wird nicht funktionieren. Oder es ist einfach zu wenig. Also einfach nur eine Fabrik, die nicht hinterherkommt, trotz Speedmodulen. Naja. Ja. Bau mal. Kein Stahl. Kann das sein, dass die Roboter alle ausgelastet sind? Oh. Ja, kann sein. Es ist nicht so schön. Ich wollte eigentlich gerade mir Stahl anliefern lassen, damit ich hier noch eine zweite Chemical Plant hinsetzen kann. Aber dafür kriege ich jetzt Rohchips, das ist auch okay. Sind immer noch alle ausgelastet. Ja, also es sind auch alle ausgelastet, weil zum ersten Mal auch wirklich alle arbeiten. Weil selbst wenn alle Logistikroboter am Wuseln sind, steht da immer noch eine positive Zahl, weil die Construction Bots nichts machen. Glaube ich zumindest, dass es so war. So, das heißt, ich mache mal ganz kurz hier oben. Ja, das ist doof. Mach mal. Naja, keine Ahnung. Ja, mach mal da raus. Und dann darauf. So irgendwie vielleicht. Und du hörst auf zu arbeiten. Mal wieder die Kiste da leer. Und du bist keine Dingenskiste mehr, sondern du bist. Nee, Stahlkiste kann ich nicht ersetzen. Da ist zu viel drin. Nimm mal raus, tu mal rein. Ja, jetzt kann ich dich ersetzen. So, zack. Damit die Roboter deswegen nicht mehr fliegen. Das ist ein bisschen zu dekadent. Und hier ist jetzt echt nur ein Drill am Arbeiten. Der hält das Ganze aufrecht. Tapfer, tapfer. Wir haben keine Kupferplatten. Mangel, oder? Nö, 2300 inzwischen wieder. Ja. Gucke ich mir später nochmal an. Jetzt fürs Erste reicht es. Ganz viele Roboter, die nur rumstehen. Habe ich inzwischen Stahl? Ein bisschen was. Ich glaube, ich gehe mal runter und mir selber was. Das geht immer gar nicht. Lauf, 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 lauf. Ha. Huh. Oh, ein bisschen was ist da. Auch hier können wir mal alles wieder blau machen. So. Ich hoffe, ich mache dabei nichts kaputt. Aber es sieht soweit okay aus. Raus, raus, raus. Bei den Reihendingern muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen. Genau, die Stahlschmelze kann auch noch an. Die kann auch noch an. Dass ich nicht aus Versehen die Grünen da wegmache. Weil das kann zu Problemen führen. Gib mir mal die 100 Sticks. Für Lampen machen und so. Das da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja, so, meine Drills 4er sind bald fertig. Mein Spielercrafting macht gerade nichts, das ist nicht gut. Dann bau doch bitte mal. Da ich. Wow. Bau die mal aus. Und bau daraus bitte 3 von den besseren.
Und dann will ich damit später mal rumtesten. Was noch? Hellblau trinke klappt nicht so. Ich wollte eigentlich eine Chemical Plant bauen für meine Batterien. Das kommt auch noch dazu. Oder leuchtet irgendwo was gelb? Nee, habe ich keine. Okay, Chemical Plant bauen. Danach noch einen davon bauen. Die Dinger da alle rein. Zack, zack. Also die Idee dahinter ist, dass ich jetzt zwar weniger Schild habe, aber dass die Recharge Rate dafür jetzt wesentlich geringer ist, weil die ganzen Kleinen haben ja auch fast genauso viel Verbrauch wie die da. Und ich jetzt durchgehend besser laufen kann. Was wesentlich mehr bringt. Und warum habe ich nur ein... Achso, ich habe nur einen verdammten Topaz-Turm wegen den Batterien gehabt. Jetzt habe ich Batterien, jetzt kann ich die Topaz-Türme bauen. Mann, 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 Mann. Habe ich mir alles wesentlich einfacher vorgestellt am Ende der letzten Folge. Dachte mir, ja, jetzt klopfst du mal ein bisschen drauf rum und dann hast du irgendwie 20, 30 Topase und dann baust du im Westen alles dicht und dann ist gut. Aber nein, schlecht vorbereitet, Pickaxe bricht und gut ist. Weg, 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 weg. Alles weg. So. Und hier sind auch zu wenig normale Türme. Das ist ja nicht so wirklich dolle. Genau, hier ist gut, da ist gut. Da oben war es noch ein bisschen komisch. So, hier sind 4 davon, 2 davon. Die da oben ist jetzt echt am Schnüffeln. Und ich denke, wir haben... Boah, sehr cool. Ich denke, wir haben bald Könige und Königinnen. Deswegen setze ich hier, glaube ich, noch mehr hin, oder? 4er-Drill. Ich brauche eigentlich gar keinen 4er-Drill. Deswegen hörst du kurz auf zu forschen, damit die hellblauen Tränke sich erholen und dann gehen wir langsam Richtung 5er, damit wir die Diamanten abbauen können und die Topase. Ja, also hier jetzt dafür sorgen, dass Overkill da ist oder dafür sorgen, dass wir flächendeckende Abwehr haben. Flächendeckende Abwehr, ja, ja, also da ein hin, da ist schon einer, da ein hin. Da ist schon einer. Hier unten sind dezente Lücken. Da müssen wir klarkommen. Habe ich noch mit Tungsten? Okay. Ja. Also es sind gravierende Lücken vorhanden, aber... Oh, die da unten. Die Basis. Die könnte ich mir mal kurz vornehmen. Gehen wir kurz da durch. So. Also ich nicht vornehme im Sinne von, ich gehe hin und zerstöre sie, sondern einfach nur hingehen und gucken, ob da vielleicht schon Könige drin rumturnen oder so. Und die Verteidigung nochmal testen. Ja. Da ist ein König. Gut, dass ich ihn nicht geaggrot habe. So, jetzt lassen wir Verteidigung mal machen. Ja, okay, die Spitter schießen jetzt alle auf mich und nicht auf die Türme. Ich bräuchte natürlich einen Angriff. Da nagen sich ein Feld bisher durch. Ist aber auch nur der Berserker, ne? Ich bin fast versucht, den König zu pullen als Härtetest. Aber das sollte ich wohl eher nicht. Also gehen wir hier durch. Mach das hier damit. So. Dann schnappe ich mir gleich noch mehr Tungsten. Guck mal oben zu unserem komischen Ding. Damit wir, also wir hatten, das komische Ding ist, der Mining Drill, die 2 Solarpanels, die Kiste und der eine Strommast. Das ist das komische Ding. Das sollte eigentlich oben immer noch am Werkeln sein und durchgehend Tungsten produzieren. Weil hier haben wir jetzt nichts mehr. Ne. Ja, das wird jetzt problematisch. Also jetzt darf hier im Osten keiner irgendwas schnüffeln. Westen eigentlich auch nicht, aber dafür ist es schon zu spät. Ja. Hoffen wir, dass es im Westen hält mit den Topaz-Türmen. Wenn nicht, dann kann ich daran eh nichts ändern.
Weil ich denke, mit der Combat-Shotgun gegen so einen König ankommen, ist ein bisschen viel verlangt. So. Können wir so einen Vierer gerade bauen? Nee, kein Zink. Ja, nächstes Problem. Zink. Hat man Zink innerhalb der Basis? Da ist Tin. Das ein Gun-Turret. Wir werden so sterben, wenn was vom Osten kommt. Ja, werden wir. Da ist Zink. Lass mich mal durch hier. So. 1600 Stück wären das sogar. Warte mal, habe ich noch? Ja, nimm mal den hier. Setz ihn mal da drauf. Setz mal eine Kiste da dran. Mach mal hier Platz für Solarzellen. Ding, ding. Und ein Strommast. Ding, ding. Geht sich das auf? 94 Verbrauch, 90 Produktion am Tag. Ja, geht sich auf. Dafür hätte ich erstmal was abbauen sollen. 25 reicht das? 36. Das ist alles kein Zink. Geh mal kurz weg. Lass mich das mal machen, so geht das. Damit ich jetzt wenigstens genug habe für zwei oder so MK4 Drills. Falls ich die mal für irgendwas brauche. So, 80, 90 ist okay. Du darfst wieder dahin. Den und den. Den, go. Und dann komme ich die Tage und hole das hier wieder ab. So. Ja. Da bitte zumachen, das bitte zumachen, das bitte zumachen. Uralter Turm bitte weg. Ja, hier unten ist schon noch... Ja. Ich wollte dich gerade loben, unterer Bereich. Dann hast du es verschissen. Das hier bitte alles weg. Ja, das da unten wird gesichert. Hier sind überall schon mal vier Türme. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, hier greife ich jetzt einen Königsbitter an. Dann schießen 8 ganz normale Lasertürme da drauf. Und wie ich Dyson kenne, also den Macher von Dytec, können die Kingbitter inzwischen mit einem Biss so ein Sandding durchbeißen. Das heißt, wir bräuchten hier theoretisch auch noch Tungstenmauern. Das haut nicht hin. Mach erstmal bitte hier weiter. Das hier alles weg. Ja, den komischen Turm da auch. Weg. Weg. So. Dann machst du bitte das Loch dazu. So. Das hier alles hinsetzen, 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 wo es schon mal geht. Auch wenn das mitten in den momentan noch vorhandenen Bäumen ist. Hauptsache steht irgendwo irgendwas, damit Leute was zum haben, zum reinbeißen. Damit sie nicht unsere Basis fressen. Gut, dann hätte ich gerne hier oben viel mehr Substations, damit wir Roboports bauen können, damit wir mehr Abdeckung haben, damit die Roboter mehr Mauern aufstellen können und Sachen reparieren können und. Also wir brauchen überall keine Bäume, Substations und Roboports in der Reihenfolge. Du. Warum du das? Achso, ich stehe im Weg. Du. Ah, ich habe sogar noch Lasertürme dabei. Das ist sehr gut. Mach. So. Dann bau bitte hier. In welchem Abstand war das? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Okay, 5. Also einfach hier am Rand. Okay. Da.
Und ja, das könnte ich aber im Muster legen. Das Problem ist nur, dass ich momentan Muster gar nicht nutzen kann, weil hier oben gar keine Robo-Abdeckung ist. Das ist tiefste Walachei hier. Und die Lasertürme gehen auch gleich aus. Aber Lasertürme sollten wir eigentlich noch stackweise rumliegen haben. Also diese normalen hier. Problem dabei ist jetzt nur, wir bauen jetzt überall die normalen Lasertürme auf und die verbrauchen passiv ziemlich viel Strom. Wenn sie schießen, noch mehr. Müssen wir im Auge behalten. So, noch mehr von euch. Wie weit sind wir entfernt von Wasser? Eine ganze Ecke, ne? Ja. Das ist der Nachteil davon, dass ich so viel Land in Anspruch genommen habe am Anfang. Es ist tierisch viel zu verteidigen und ich habe mich bisher nicht so wirklich um Verteidigung gekümmert, weil keine Könige da waren. So. Ein Vorteil, den die Könige haben, sie sind irre langsam. Das heißt, wenn sie angreifen, habe ich genug Vorwarnzeit, um selber hinzulaufen und eine halbe Stunde mit der Shotgun auf sie zu schießen, während sie im Kreis hinter uns herlaufen. Auch wenn das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist, aber ne, ging ja im Notfall. Und ich könnte die Könige auch noch slowen. Das wäre, glaube ich, absolut Overkill. Ja, also, nächste Folge. Dafür sorgen, dass wir im Westen nicht komplett überrannt werden. Dafür sorgen, dass wir im Westen Tungstenmauer. Ich weiß nicht, was ich im Westen jetzt zuerst machen will. Also eigentlich vertraue ich dem Westen so ein kleines bisschen, dass er sie wenigstens eine Weile halten kann. Also ich sollte mich echt auf den Osten konzentrieren. Ja, wir schmeißen also das Tungsten und das Zink unten hin. Wir überprüfen unsere Ressourcen, ob das soweit alles klappt. Und arbeiten dann primär im Osten. Ich könnte im Osten was wegsnipern. Das muss ich mir überlegen. Dass ich eventuell ein, zwei weiter Spawner wegmache, dass da keine Könige rausschlüpfen. Boah, das gucken wir dann gleich. Bis dann, ne?